Hi folk, hvordan går det? Das war Norwegisch und heißt so viel wie Hey Leute, wie geht's euch? Unser heutiges Haustier hat nämlich auch was mit Norwegen zu tun. Es geht heute um die norwegische Waldkatze. Wie cool ist das denn? Norwegische Waldkatzen sind super schön und auch spannend. Waldkatze hört sich aber erstmal ziemlich wild an, oder? Deswegen will ich heute mal rausfinden, ob die überhaupt zahm und kuschelig sind und sich als Haustiere eignen. Aber bevor ich mich jetzt auf den Weg mache, gibt's für euch noch die Quizfrage. Was haben norwegische Waldkatzen häufig an den Ohren? Ist es Antwort A, kleine Pinsel, oder ist es Antwort B, kleine Streifen? Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Wir sind hier mitten in München. Ob das wohl der richtige Ort für eine Waldkatze ist? Oh oh, Warnung vor der Katze. Vielleicht ist die Waldkatze doch eher wild. Bin mal gespannt. Ich klingel bei Diana. Sie hat mehrere norwegische Waldkatzen und wartet schon auf mich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Allerdings habe ich gerade vorne am Tor schon so ein Schild gesehen. Vorsicht vor der Katze. Was heißt das denn? Sind die gefährlich? Nein, natürlich nicht. Das ist nur Spaß. Ah, zum Glück. Kann ich reinkommen? Ja, komm. Ah, da sind ja schon vier. Ja. Die sehen ja toll aus. Wer ist denn das? Das ist unser Baby. Das Baby? Ist der kleine Zwurl. Das sieht eher aus wie ein Baby. Ist auch ein Baby. Wie alt ist 4,5 Monate. Oh Gott, wie süß. Und die lassen sich gleich streicheln. Also Baby, Zwohl, wer ist das? Das ist Odin und das ist Jessie. Boah, Wahnsinn, wie weich die sind. Streicheln lassen sie sich auch. Und gebissen hat mich auch noch keine. Also so wild scheinen sie gar nicht zu sein. Für euch gibt's jetzt erstmal ein paar tolle Katzeninfos. Die norwegische Waldkatze gehört zu den Halblanghaarkatzen. In dieser Kategorie ist sie neben der Maine Coon und der Ragdoll-Katze eine der größten Katzenrassen. Sie können fast doppelt so groß wie gewöhnliche Hauskatzen werden. Die norwegische Waldkatze ist kräftig gebaut und besitzt ein dickes Fell. Das braucht sie auch, um in den Wäldern Skandinaviens zu überleben. Denn da kommt sie her, aus Norwegen und anderen skandinavischen Ländern. Die norwegische Waldkatze wurde nicht vom Menschen gezüchtet. Sie ist durch Kreuzung verwilderter Hauskatzen und Perserkatzen, die wahrscheinlich Seefahrer mitgebracht haben, in der Natur entstanden. Deswegen gehört sie zu den sogenannten Naturrassen. Schon vor rund 1000 Jahren hat es sie gegeben. Die Menschen glaubten damals, diese Katzen besäßen Zauberkräfte, so wie Trolle, Fabelwesen aus der norwegischen Sagenwelt. Bis heute werden die Norwegerkatzen deswegen auch Trollkatzen genannt. Also wie ihr sehen könnt, die Mizis und ich, wir sind jetzt schon so ganz dicke Freunde. Die sind ja schon sehr kuschelig. Ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr fragen. Man sieht's, die kuscheln super gern, oder? Ja, immer eigentlich. Und die sind immer bei uns und auf der Couch abends oder morgens auf der Zeitung oder auf der Computertastatur, ne? Also und da, wo du bist, da sind auch die Katzen. So ist es, ja. Zwohl ist 4 Monate alt, die anderen sind, naja, einer ist 8 Monate alt, aber die anderen sind schon ausgewachsen, die werden ja riesig. Also die Mädchen werden so zwischen 3 bis 5 Kilo und die Kater so zwischen 6 und 8 Kilo. Boah, wenn die so riesig sind, dann brauchen die bestimmt auch viel Platz. Es geht eigentlich. Also ich sag mal, ich würde es jetzt nicht unbedingt in ein Einzimmer-Apartment halten, aber so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, das ist schon in Ordnung. Sollte man denn die Möglichkeit haben, die Katzen auch rauslassen zu können? Wenn man die Möglichkeit hat, wäre das schön. Vielleicht so Balkon, vernetzter Balkon oder einfach nur ein vernetztes Fenster, dass sie ab und zu mal ein bisschen frische Luft schnappen können. Wo können denn eure Katzen raus? Wir haben ein großes Gehege extra für die Katzen gebaut. Und wie kommen sie dahin? Durch den Schrank. Durch den Schrank? So, jetzt zeige ich dir das. Die Katzen kommen jetzt hier, ja, aus dem Schrank raus. Genau. Aha, da ist schon jemand. Das ist Odin, oder? Das ist und die Jessie, die liegt natürlich in der Klappe drin. Das ist ja super.
So, und von hier können die jetzt rauslaufen? Und hier können sie jetzt ganz ins Gehege, ja? Oh, das will ich mir mal anschauen. Kommst du mit, Jessie? Oder bleibst du da drin hängen? Okay, sie hängt hier noch ein bisschen ab und wir schauen schon mal raus. Odin ist bereit. So. Wenn es draußen warm ist, sind Schrank und Terrassentür immer offen. Boah, das ist sehr cool. Ein richtiger Katzenspielplatz. Toll, oder? Den haben Diana und ihr Mann selbst gebaut. Aussichtsplätze mögen die Katzen besonders. Da können sie jetzt dann den Nachbarn beobachten, das Müllauto beobachten, die Vögel beobachten. Und das finden die ganz toll. Wie ist es denn? Hauskatzen, die gehen ja gar nicht so gerne raus, wenn es draußen kalt und nass ist. Wie sehen das die Norweger? Also den Norwegern, die sind da eigentlich sehr gut angepasst. Die kommen ja aus den Wäldern in Norwegen. Und die sind so gut isoliert vom Fell, dass sie manchmal sitzen sie hier und lassen sich einschneien. Und dann bleibt der Schnee direkt oben auf dem Fell liegen. Das stelle ich mir ja lustig vor. Wie viel dürfen die hier raus? Also wie oft? Im Sommer dürfen sie immer raus, also Tag und Nacht. Und im Winter eben nach Wetterlage. Weißt du, weil ich mag das nicht so gerne, wenn sie dann mit den erdverschmierten Pfoten auf der Couch sitzen. Also sie sind gerne draußen, wenn es nass und kalt ist. Es liegt nur an dir, dass sie nicht so raus dürfen. So ist es ja. Und Hühner habt ihr ja auch. Ja. Oh, die Katzen rennen gleich hin. Ja, aber es ist kein Problem mit den Katzen zusammen. Die Hühner sind ja relativ groß und da kann auch nichts passieren, wenn die mal aufeinandertreffen. Aber die begegnen sich nur durch den Zaun, oder? Nur durch den Zaun, ja. Wie sieht es denn überhaupt so aus bei den norwegischen Katzen? Brauchen die Gesellschaft von anderen Katzen oder kann man die auch alleine halten? Das ist nicht so gut, weil Katzen auch sehr gesellschaftsorientierte Tiere sind. Und wenn man jetzt eine Katze alleine hält, mit der Zeit vereinsamt die. Weil die braucht ja auch ein bisschen Gesprächsstoff mit anderen Katzen und nicht nur mit Menschen. Also ich fasse zusammen, unsere Katzen brauchen Gesellschaft und sie haben einen ordentlichen Bewegungsdrang, wenn ich mir das hier so anschaue. Drin habt ihr ja auch einen Kratzbaum. Ja, einen ganz großen. Da können sie dann drin toben, wenn mal das gesperrt wird. Apropos toben. Wird Zeit, dass mal richtig gespielt wird. Puschel! Die geben ja richtig Gas. Schauen wir uns mal das Fell genauer an. Da siehst du dieses wollige Unterfell. Das ist das, was die Katze wärmt. Hier das helle? Das helle, ja. Und wenn du dann drüber streichst, dann siehst du das glänzende Deckhaar. Das ist ein ganz klein bisschen fettig, um praktisch das Wasser abperlen zu lassen, wenn es mal regnet. Die Haut wird also nicht nass? Richtig, außer er ist natürlich stundenlang im Regen, aber jetzt so ein kurzer Schauer oder so macht ihm gar nichts aus. Ich kann dir das mal gern zeigen, wie das Wasser von diesen Haaren abperlt. Pass auf, jetzt tropfen wir ihm mal hier ein bisschen Wasser ins Fell. Und du siehst, die Tropfen bleiben stehen und ziehen sich nicht ins Fell hinein. Das ist ja abgefahren. Außerdem haben sie im Vergleich zu unseren Hauskatzen einen sehr, sehr buschigen Schwanz. Wofür brauchen sie den denn? Im Winter in den skandinavischen Wäldern ist es sehr kalt und da legen sie den Schwanz über die Nase und über die Ohren, um sich warm zu halten. Mir ist aufgefallen, dass sie auch hier zwischen den Pfoten Fell haben, ein bisschen längeres Fell sogar. Richtig. Wenn sie über die Schneelandschaft laufen, damit sich die Füßchen, die Ballen nicht gefrieren. Und die Katzen sinken beim Laufen damit nicht so tief in den Schnee ein. Außerdem haben die hier an den Ohren so witzige lange Härchen, die ganz spitz zulaufen. Sieht aus wie beim Luchs. Das sind die Pinsel. Das ist beim Norweger ein Rassemerkmal. Und diese Haare im Ohr schützen vor Wind, Regen und Schnee. Also insgesamt kann man sagen, dass die Katze sehr, sehr viel Fell hat. Ja, so ist es. Brauchen die dann auch sehr viel Pflege? Eigentlich nicht. Also wenn man die einmal in der Woche ordentlich durchkämmt, dann ist es eigentlich genug. So, hinter den Ohren, unten am Latz, der im Winter sehr lang wird bei den Norwegern. Hinter den Ohren, hier, da gibt es immer gerne diese Knoten. Warum? Weil da das Fell besonders lang ist oder woran liegt es? Das liegt daran, dass sie gerne mit den hinteren Pfoten sich mal kratzen und dann verknoten sie das Fell. Einmal im Monat müssen die Krallen geschnitten werden, damit die Katzen nicht überall hängen bleiben, aber nur die äußersten Spitzen. Und das tut dir auch nicht weh? Nein, natürlich. Das ist wie wenn du dir die Fingernägel abschneidest. Okay.
Jede Woche wird gewogen. So sieht man, ob die erwachsenen Katzen gesund sind und ob die jüngeren auch gut zunehmen. Wer sich brav wiegen lässt, wird belohnt. Ich merke schon, Wiegen ist hier sehr beliebt, weil es danach sehr immer ein Leckerchen gibt. Ja, genau. Was bekommen die denn, damit sie überhaupt so viel wiegen? Futter? Nass- und Trockenfutter bekommen Dianas Katzen. So, das ist jetzt unser Nassfutter. Worauf achtest du da? Was ist da wichtig? Also, dass erstmal kein Getreide drin ist, weil die Katze das nicht gut verträgt und das führt zu Harnsteinen und Nierenproblemen. Okay, ich lese mal, was da drin ist. Mindestens 40% Hühnchen, mindestens 30% Rind und tierische Nebenerzeugnisse und Taurin. Was ist Taurin? Das kenne ich nicht. Taurin ist ein Zusatzstoff, den die Katze braucht, um zu überleben. Und der kommt also vorwiegend in Beutetieren wie Mäusen, Ratten, Vögeln vor. Katzen brauchen diesen Stoff und der muss zugesetzt werden, weil der in Dosennahrung sonst nicht in ausreichender Menge drin ist. Schauen wir mal, ob sie Hunger haben. Oh, schau mal, Odin. So. Miam, miam, miam. Ich kann mir vorstellen, so viel Futter geht auch ins Geld, oder? Also man muss schon rechnen, so mit ca. 50 Euro Futterkosten pro Katze und Monat. Dann brauchst du aber auch eine Grundausstattung. Du brauchst einen guten Kratzbaum, du brauchst Futternäpfe, ein Katzenklo. Was kostet das ungefähr? Also so der Kratzbaum liegt bei 300 bis 400 Euro ein vernünftiger. Und für den Rest würde ich mal veranschlagen, so ab 150 bis 200 Euro. Was muss ich denn ungefähr rechnen? Wie viel muss ich für so ein kleines norwegisches Waldkätzchen ausgeben? Das kommt darauf an, so zwischen 600 und 750 Euro. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich so viel Geld noch in meinem Sparschwein habe. Das dauert jetzt ein bisschen. So lange habe ich für euch noch mal alle Infos zu den norwegischen Waldkatzen. Die gibt's auch im Internet. Kuscheln norwegische Waldkatzen gern? Diese Katzen sind wahnsinnig verschmust. Wie viel Platz brauchen norwegische Waldkatzen? Mindestens 2 Zimmer sollte eine Wohnung haben. Die Katzen brauchen Platz zum Spielen, drinnen und draußen. Wie pflegt und hält man norwegische Waldkatzen? Man sollte die geselligen Tiere nicht alleine halten. Das dichte Fell wird regelmäßig gekämmt und die Krallen ab und zu gekürzt. Was fressen norwegische Waldkatzen? Dianas Katzen bekommen Trocken- und Nassfutter. Beides ist getreidefrei und dadurch gesund. Was kosten norwegische Waldkatzen? Gutes Futter kostet pro Katze etwa 50 Euro im Monat. Das Zubehör gibt's ab 150, ein Katzenbaby ab 600 Euro. Oh, hier sind alle ganz platt und müde. Aber bevor ich mich jetzt verabschieden kann, müssen wir noch die Quizfrage auflösen. Was haben norwegische Waldkatzen häufig an den Ohren? A. Kleine Pinsel oder B. Kleine Streifen? Diana, du weißt es bestimmt, oder? A. Kleine Pinsel. Das ist ein klasse Kennzeichen der norwegischen Waldkatze. Und ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Sag mal, wo deine Katzen doch ursprünglich aus Norwegen kommen, können die eigentlich Norwegisch sprechen? Das weiß ich leider nicht, aber du kannst das mal ausprobieren. Das mache ich. Ich pack mal mein Norwegisch aus. Du Sylten? Töst? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also interessiert schaut sie schon. Wir üben hier mal noch ein bisschen weiter unser Norwegisch und von euch verabschiede ich mich. Farewell. Entetre?